Stahlbeton, eine gerissene Bauweise. Selbst wenn alle Vorgaben beachtet wurden, kann ein nachträgliches Verpressen von Fugen und Rissen erforderlich sein. Das Verpressen dient meist der Trockenlegung von Rissen, ermöglicht aber auch kraftschlüssige Verbindungen. Eine Fugen- oder Rissverpressung läuft in 4 bzw. 5 Phasen mit jeweils mehreren Arbeitsschritten ab. Setzen der Packer. Eventuelle Riss- bzw. Fugenpräparation. Riss- bzw. Fugenverpressung. Reinigung der Injektionspresse. Kosmetische Nacharbeit. Für eine erfolgreiche Injektion von Rissen oder Fugen werden unter anderem eine Ausblashilfe, Schraubpacker, eine Rührquirl und eine Injektionspresse benötigt. Aus der Art der Risse oder der Fuge ergeben sich die nötigen Arbeitsschritte und Verpresswerkstoffe. Gestartet wird mit dem Ausfüllen des sogenannten Rissprotokolls. Es dient der Dokumentation aller durchgeführten Injektionsarbeiten und kann bei eventuellen Nachfragen hilfreich sein. Phase 1 – Setzen der Packer. Wichtig dabei sind die richtigen Abstände, in der Regel die halbe Wand bzw. Bauteilstärke, in unserem Fall ca. 15 cm. Die Bohrungsmarkierungen ausgehend vom Riss oder der Fuge so anzeichnen, dass später die unter 45 Grad angesetzten Bohrungen etwa in der Mitte des Bauteils auf die Fuge treffen. Bei Rissen und Fugen, die nur von einer Seite zugänglich sind, wie hier zwischen Bodenplatte und Wand, in einer Reihe markieren. Bei in einer Fläche liegenden Rissen und Fugen abwechselnd links und rechts davon. Den Bohrerdurchmesser entsprechend der vorgesehenen Packergröße wählen. Nach dem Ansetzen der Bohrung an einer Markierung die Bohrmaschine auf 45 Grad schwenken und in Richtung der Fugenmitte weiter bohren. Entscheidend ist, dass Riss oder Fuge definitiv angebohrt werden. Die Bohrlochtiefe sollte daher um mindestens 5 cm über dem angenommenen Abstand liegen. Anschließend die Bohrlöcher mit einer Ausblashilfe vom Bohrmehl befreien. Ein wichtiger Arbeitsschritt, der später den festen Sitz der Packer ermöglicht. Nun die Packer in die Bohrlöcher einführen. Dabei nicht mit dem Hammer auf die Kegelköpfe schlagen, da dies die kleinen Kugelköpfe beschädigen könnte. Am sichersten lassen sich die Packer mit einem Rohrsteckschlüssel in die Löcher schlagen. Alle Schraubpacker nach dem Einsetzen bedarfsgerecht verschrauben. Hierbei ist unbedingt auf den festen Sitz der Packer zu achten. Gleichzeitig dürfen die Schrauben nicht überzogen werden, da die Packer sonst abreißen könnten. Damit die Dichtheit der einzelnen Packer für die Injektion sichergestellt ist, abschließend den Sitz ihrer Kegelköpfe prüfen. Phase 2 – Eventuelle Riss- bzw. Fugenpräparation. Zur Vermeidung von ungewolltem Harzaustritt kann bei breiten Rissen oder beim Einsatz von Klebepackern eine Verdämmung nötig sein. Die Frank-Spezialspachtelmasse nach Herstellervorgabe anmischen. Dabei besonders auf das richtige Verhältnis und eine homogene Vermischung der Komponenten achten. Der Untergrund muss für die Verdämmung tragfähig, also staub- und rückstandsfrei sein. Vor Beginn der nachfolgenden Injektionsarbeiten die vollständige Aushärtung der Spachtelmasse abwarten. Phase 3 – Das Verpressen. Bei stark wasserführenden Rissen muss zunächst durch eine Intektin-Blitzharz-Vorverpressung der Wasserfluss gestoppt werden. Andernfalls würde das Abdichtungsharz Intektin Plus einfach ausgespült, bevor es erhärten könnte. Für eine derartige Vorverpressung Intektin Blitz gleichmäßig mit dem zugehörigen Beschleuniger unter Zuhilfenahme eines Rührquirls sorgfältig vermischen. Dieses Harz reagiert mit Wasser, bildet dabei einen Schaum und stoppt so den Wasserfluss.
Da bereits bei Luftfeuchte eine Reaktion stattfindet, das Gebinde immer gut verschlossen halten. Das Intektin Blitzharz über die Packer in den wasserführenden Riss pressen. Für eine optimale Injektion bei vertikalem Rissverlauf mit dem untersten Packer beginnen und Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Bei horizontalem Verlauf von einer Seite zur anderen. Der Injektionsdruck sollte etwa im Bereich von 20 bis 40 Bar liegen und 80 Bar nicht überschreiten. Der bei Wasserkontakt entstehende Schaum stoppt den ungewollten Wasserfluss, hat aber keine dauerhafte abdichtende Wirkung. Erst Intektin Plus sorgt vor dem endgültigen Aushärten in den nachfolgenden Schritten für die tatsächliche Verpressung. Das Blitzharz in gleichbleibender Reihenfolge so lange nachverpressen, bis eine ausreichend wasserstoppende Verdämmwirkung im Riss erzeugt wird. Anschließend die Injektionspresse reinigen und die endgültige Verpressung vorbereiten. Die abdichtende Injektion mit Intektin Plus ist vor dem Aushärten des gerade verwendeten Blitzharzes durchzuführen. Ansonsten müssen neue Packer gesetzt werden. Im folgenden Hauptarbeitsschritt werden trockene, feuchte sowie mit Blitzharz vorverpresste Fugen und Risse verpresst. Beim zweikomponentigen Injektionsharz Intektin Plus liegen beide Komponenten A und B bereits im richtigen Mischungsverhältnis vor. Damit das Harz seine Wirkung entfalten kann, Komponente B komplett in Komponente A umfüllen und mit einem Rührquell sorgfältig vermischen. Anschließend durch mehrmaliges Umtopfen des Harzes die Mischung auf Gleichmäßigkeit kontrollieren. Die befüllte Injektionspresse vor ihrem Einsatz stets auf einen ordentlichen Zustand überprüfen. Reinigungsrückstände vollständig auspressen. Risse bzw. Fugen über die Injektionspacker bei vertikalen Rissen von unten nach oben, bei horizontalen fortlaufend in einer Richtung mit Harz füllen. Der Injektionsdruck sollte dabei etwa zwischen 20 und 40 Bar liegen. Drücke über 80 Bar weisen auf Probleme hin, zum Beispiel ein Bohrloch, das die Fuge nicht getroffen hat. Während der Verpressarbeiten daran denken, das Rissprotokoll zu vervollständigen. Vor dem Ende der Tropfzeit, die bei Intektin Plus bei ca. 100 Minuten liegt, den Riss ein weiteres Mal, gegebenenfalls weitere Male, in der schon bekannten Reihenfolge nachverpressen, um eine vollständige Rissfüllung zu erreichen. Phase 4 – Reinigung der Injektionspresse. Für die Wiederverwendung können mit dem Intektin-Spezialreiniger, wann immer nötig, Arbeitsgeräte wie Rührquirl und Injektionspresse von Harzrückständen befreit werden. Auch bereits erhärtete PU-Harze lassen sich damit anlösen. Für den sicheren Umgang mit Harzen und Reinigungsmitteln beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter. Phase 5 – Kosmetische Nacharbeit. Die hier verwendeten Packer mit Fußventil haben den Vorteil, dass die Packeroberteile sofort nach der letzten Injektion einfach abgeschraubt werden können. Sind herkömmliche Schraubpacker im Einsatz, muss das Harz ca. 24 Stunden aushärten, bevor die Injektionspacker abgeschlagen werden dürfen. Eine Spachtel hilft beim Entfernen von ausgetretenem überschüssigem Harz. Abschließend können mit der in Phase 2 beschriebenen Zwei-Komponenten-Spachtelmasse die Injektionslöcher verspachtelt werden. Zusammenfassung der Werkstoffe. In der Riss- bzw. Fugenverpressung kommen je nach Bedarf unterschiedliche Werkstoffe zum Einsatz. Die Frank-Zwei-Komponenten-Spachtelmasse für eventuelle Risspräparation und kosmetische Nacharbeit. Intektin-Blitzharz, falls eine Vorverpressung von wasserführenden Rissen oder Fugen erforderlich ist. Intektin-Plus-Harz zur Abdichtung sowohl trockener als auch feuchter oder vorverpresster Risse bzw. Fugen. Intektin-EP-Harz lässt kraftschlüssige Verbindungen entstehen. Und Intektin-Acrylharz
kann bei Bauteiltemperaturen bis 0 Grad verwendet werden. Zu guter Letzt unser Intectin Spezialreiniger, der gründlichst Harzrückstände von Arbeitsgeräten löst. Zusammenfassung der Phasen. Die Arbeitsschritte der ersten drei Phasen variieren je nach Riss oder Fuge. In Phase 1 müssen die Bohrungen entsprechend der Ausgangssituation gesetzt werden. Ist ein Zugang nur von einer Seite möglich, in einer Reihe, andernfalls abwechselnd links und rechts. Wichtig ist, dass die Bohrlöcher unter 45 Grad den abzudichtenden Spalt etwa in der Mitte treffen und mit der Ausblashilfe von Staub befreit werden. Beim Einbringen der Packer keinesfalls deren Nippelköpfe beschädigen und auf ihren festen Sitz achten. In der optionalen Phase 2 kann mit Frank Spezialspachtelmasse im Vorfeld späterer ungewollter Harzaustritt verhindert werden. Dazu entsprechende Stellen mit sorgfältig angemischter Spachtelmasse verdämmen und die Aushärtung abwarten. In Phase 3 muss bei wasserführenden Rissen oder Fugen zuerst eine Vorverpressung erfolgen. Dazu Intectin Blitzharz mit Beschleuniger verquirlen und anschließend mehrmals bei gleichbleibender Reihenfolge injizieren. Horizontal in einer Reihe oder vertikal von unten nach oben, bis der Wasserfluss stoppt. Schließlich werden im Hauptarbeitsschritt trockene, feuchte sowie vorverpresste Risse bzw. Fugen mit Intectin Plus Harz abgedichtet. Dazu das zweikomponentige Harz mit dem Rührquell sorgfältig vermischen und wiederholt nach bekannter Systematik injizieren, bis sich eine komplette Riss- bzw. Fugenfüllung einstellt. Alle Injektionsarbeiten sollten bei Drücken von etwa 20 bis 40 Bar stattfinden. Je nach Einsatz kann es nötig sein, Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Rührquirl und Injektionspresse mehrmals im Prozess mit Intectin Spezialreiniger von Harzrückständen zu befreien. Die Endreinigung in Phase 4 trägt zur Langlebigkeit der Werkzeuge bei. In der abschließenden Phase 5 werden Rückstände der Verpressung entfernt und die bearbeiteten Oberflächen kosmetisch nachbehandelt.